Jetzt dürfen Sie sich freuen. Letztes Jahr habe ich sie zum ersten Mal gehört. Ich war total fasziniert von ihnen, weil es ist so das Gesamtkonzept in ihrem Auftritt drin. Die bringen eine ganz spezielle Atmosphäre hier an. Und es sind nicht nur das, sondern sie haben auch unglaublich tolle Fans, finde ich. Und sie haben jetzt gerade eine Auszeichnung bekommen. Sie haben den Zistungspreis gewonnen als die beste Bank. Und da haben sie meiner Meinung nach auch voll und ganz verdient. Bitte einen grossen Applaus für die Krise! Als Schuko-Chef kannst du nach der Sitzung gratis schnabulieren. Und wenn du günstig zu Möhlin wohnst, dann lass dich heimchauffieren. Wer jetzt findet das noch frech und ziemlich asozial, wirft einen Blick auf die Nationalröte. Für dich ist das ganz normal. Weil der Lohn scheint moderat zu sein, gibt's Spesen ohne Ende. Fürs Essen, Übernachten, unterwegs ins Parlament. Für alles kriegt man Spesen, nur für Sex halt noch nie. Wenn ich die Ratsmitglieder anschaue, muss ich sagen, das verstehe ich. Geht Monetik über die Ethik, Güppli trinken wird zum Hobby. Die Frau Markwalder ist käuflich, egal von welcher Lobby. Sie rennen ihre Bude ein und Bern hat reagiert. Und für sie eine eigene Zone mit grünen Strich markiert. Auch der schlaue Cedric Wermuth weiss genau, wie es funktioniert. Hat noch nie im Leben geschafft und wird mit 40 pensioniert. Ein Charakter kann auch hässlich sein, wie ein Glaner sein. Da dagegen wirkt Matullo wie eine Schönheitskönigin. Bist korrupt, dann machst du eine Reise auf Zentralamerika und eröffnest wie der Messi einen Briefkasten zu Panama. Und kommt man dir auf die Schliche und dann musst du ins Gefängnis gehen. Kann die notgeile Gefängniswärterin schon rauslassen.
gibt jetzt der Schwule die Hand und zeigt sich tolerant. Nur hat er bei dem Handschlag immer vor die andere Wand. Der Barack gibt ein Donald-Tand, bei beiden klappt noch Blut dran. Beim Barack weg ein Drohnenkrieg, beim Trump hat eine Demenz gehabt. In Terville werden Schiele per Handschlag integriert. Drum wird der Handschlag international als Wunder gefeiert. Jetzt gibt's schon bald eine Handschlagspflicht, und zwar in jedem Land. Drum haben sie in Deutschland Panik weg, ein Yogi seine Hand. Verstand, Antichrist im Schlafgewand. Er benutzt kein Zahnpasta, weil's Nora Illi eh nicht schmecken kann. Ja, der Abdel quasi Milli hat Gedanken gehabt, Profil ist kein Witz. Heißt, wenn er das Brunexkret nach seinem Stuhlgang sieht, dann wird er spitz. Dem Gacke wird sie pfiffen hart, drum schifft er ständig in sein Bart, der arme Mann. Damit er friedlich Gacke kann, zieht er sein Gack jetzt inshallah ein Burka an. Er hat sie fetisch überwunden und sie Frau fürs Leben gefunden, die Katze im Sack. Weil es tut die süße Nora geistig etwas gleich wie Moha wie der Gack. Der Hirnfurz, der ist kontrovers und trotzdem ist der Vers ein Kompliment. Weil hast du hinter deiner Stirn ein Gack anstatt ein Hirn, dann wirst du am Ende noch US-Präsident. Halleluja, Gentlemen! Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, was sie ankommen, begeistern sie. Griesel sind das gewesen.